Teil 2. Servus, schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt, heute bei meinem aktuellsten Video hereinzuschauen. Die Nadja, die diese Videos schneidet, hat mir gerade gesagt, ich muss eine kurze Einleitung für das Video hier drehen und filmen. Teil 2. Ich habe nur 20 Sekunden Zeit, also hier mache ich gerade den Zaun mit Beton. Zäune. Aber in diesem Video werdet ihr den Zäune... Das wird auch ein Zaun. Teil 2. Viel Spaß, die Zeit läuft. Das sind so Rhombusteile, die aber einen Fehler haben, daher habe ich sie in der Mitte durchgeschnitten. Die sind irgendwie rissig oder ähnliches. Jetzt werden die vorgebohrt. So, passt. Warte, ich stöße gleich auf. So. Jetzt hält das der Hausherr unten bündig. Zuerst wusste ich nicht, was bündig ist, aber durch Erklärung weiß er jetzt genau, was unten bündig heißt. So, nächste Leiste. Die sind jetzt natürlich so nicht in der Waage. Jetzt werden wir dann beim nächsten Teil die Wasserwaage hinhalten und werden das anschrauben, dann wird das gerade. Ich muss jetzt schneiden gehen. Ich werde jetzt solche Teile schneiden gehen. Ich kontrolliere immer, ob wo ein Riss ist. Wenn ein Riss ist, versuche ich den natürlich herauszuschneiden, ist ja klar. Also hier ist ein kleiner Riss. Schneide ich weg, somit ist die Gefahr, dass irgendwas reißt, gering. Hier das nächste, das passt. Auf der anderen Seite hat es einen Riss wieder, Gott sei Dank. So muss ich es nicht umdrehen. Aber mach das am Morgen klar. Und durch diesen perfekten Anschlag immer dasselbe Maß. So, die werden jetzt automatisch abgeholt. Ich habe sie nur schneiden müssen und sie sind schon geholt. Jetzt kommt das zweite Brett drauf mit diesen 8 mm Abstandhaltern, damit die Luft immer gleichmäßig ist. Aber wie gesagt, dadurch, dass die Stärke hier variiert, die Breite um 1-2 mm, muss man hin und wieder mit dem Nivelliergerät nachkontrollieren. Ja, ich schraube das jetzt an. Drüben schaut er wegen der Distanz. Jetzt drücke ich diesen Mittelsteher so in die Waage. Und der Erich... So, geht, passt. Dieser Steher ist jetzt in der Waage. Und hier am Ende wurde er befestigt, wo dieser Staffel fix ist. Jetzt kann sich das nicht mehr bewegen. Und somit bleibt dieser Steher genau in der Waage. Das machen wir jetzt beim drüberen wieder. Dann ist das doppelt fixiert quasi. Und genau in der Waage passt. Das machen wir jetzt bei der nächsten Reihe nochmal. Dann ist das wirklich extrem stabil. Diese Teile werden jetzt auch in die Waage gestellt. Beim zweiten Schrauben bleiben sie jetzt natürlich dann. Passt. Super. Und unten ist immer der Hausherr mit dem Abstandhalter. Passt. Das nächste Teil, wieder dieselbe Prozedur. Andere Seite wird geschaut, dass die Flucht an der Wand gleich ist. Und wir schneiden das sowieso mit der Handkreissäge nach. Jetzt wird hier wieder fixiert. Jetzt ist das hier stabil und dieser fixe Ecksteher wird jetzt wieder verschraubt und dann bleibt das gerade. So, und jetzt gehe ich hier mit der Wasserwaage wieder her. Es passt ganz genau. Du kannst so zur Sicherheit nochmal auf der anderen Seite und dann können wir diese Steher nochmal nach in die Waage setzen, denn ein wenig Spannung bleibt ja immer. Ich kontrolliere sicherheitshalber nochmal. Passt, Erich? So, und jetzt ist das schon sehr stabil alles. Und jetzt kann man eigentlich bis nach oben arbeiten, ohne dass sich mehr was bewegen wird. Besser ist es bei dieser Arbeit, wenn man zu siebt ist. Wir sind nur zu dritt. Es ist etwas umständlich, wenn man zu dritt ist. Wir haben das einmal gemacht, da waren wir 24 Personen. Jetzt ist das alles stabil. Jetzt werden wir die nächste Reihe aber wieder mit dem Nivelliergerät kontrollieren. Denn die Backel sind nicht genau und jetzt am Anfang ist es sowieso unstabil, weil sich das hier alles noch bewegen kann. Und die vierte Reihe jetzt einmal mit dem Nivellierer. Hier werden wir nochmal mit dem Nivellierer und ungefähr in dieser Höhe. Und dann sollte das alles relativ genau sein. Das bisschen, das nicht genau ist, das verläuft sich sowieso in der Masse. So, jetzt wird das in der Mitte angeschraubt. Jetzt können wir mit dem Zollstock arbeiten, denn wir werden hier oben jetzt aufsitzen und müssen nicht mehr hier einhängen, sondern wir sitzen hier auf und ich werde jetzt auf ein gewisses Maß gehen. Mit dem Nivellierer und dieses Maß werden wir hier überall übertragen. Jetzt schaue ich durch. 63,9. Mir gehören 3 mm, also rauf. 1 mm noch. Zu viel, halber Millimeter. Passt perfekt, genau. So, das nächste. 2 mm, 3 mm rauf. Ein halber noch. Passt. 3-4 mm nach oben. Okay, passt.
Wir sind hier jetzt etwas mehr schief gekommen, als wir wollten durch diese drei Reihen schon. Jetzt werden wir hinschummeln. Also diese Reihe nicht ganz in die Waage und die nächste schon genauer, damit die Luft immer halbwegs gleichmäßig bleibt. Und hier kann man jetzt sehen, hier ist etwas zu viel Luft. Da machen wir den einen auf und teilen das hier noch auf. Und so arbeiten wir jetzt immer weiter und wir werden jetzt wieder alleine sein. Man braucht ein wenig intime Zeit auch. Und dann den oberen Teil werden wir wieder gemeinsam mit euch machen. Wir werden euch das jetzt ganz schnell zeigen, wie das bis nach oben schießt. Ich glaube, so haben sie früher auch den Stephansdom gebaut. Also das ist blitzartig gegangen. Wir werden jetzt nivellieren, backeln, dass das eine schöne Gerade wird. Auf los geht's los. Diese Reihe wird wieder nivelliert mit dem Nivelliergerät auf 1000 Grillimeter. Das ist eine extra Maßeinheit. 56,6. 56,6. 1 mm rauf. Passt ganz genau. Schrauben. 1,5 mm rauf. Ganz genau. Passt. Schrauben. Aber macht das am Morgen klar. 1 mm runter. Passt ganz genau. Ein Mensch möchte ich bleiben, und nicht so eine Nummer möchte ich werden. Ein Mensch möchte ich sehen, weil ich bin sehr dagegen, dass wir unsere Häuser nur mehr für Roboter bauen. Den Debatt nur im Fernseher schauen. So, dieses Teil wird wieder nivelliert. Ein ganz Geheimnis möchte ich haben. Lieder möchte ich schreiben, noch schöne Sterne möchte ich groben, ich möchte singen und lachen und überhaupt tun, was ich will. Aber ich glaub, da verlang ich schon zu. Ein Mensch möchte ich bleiben und ich bin nicht verkauft werden. Wie irgendein Stück vor, denn alles, was einen Wert hat, ein Mensch möchte ich bleiben, und nicht das Leicht möchte ich sterben. Ja, weiß es zum Schmein, es ist zum Kotzen und zum Rehren, wenn man sieht, was die Leute oder so für das Temperte gehört. Es ist doch ganz was anderes, das wird hier vom Nivelliergerät live vom Geschehen gefilmt. Jetzt haben wir 11,3, passt. Jetzt haben wir hier, haben wir jetzt 11,5, das heißt, wir gehören um 2, jetzt haben wir 11,3, passt. Also 1 mm auf, passt ganz genau. Und hier dasselbe Spiel. 11,3, passt genau. So. 4, 1 mm runter. Passt. 3 mm, 4 nach unten. 3 mm noch. Okay. Passt. Es ist schon zu viel wieder, müssen wir das nächste auch noch nivellieren. Dass das ganz gerade ist. 12 haben wir, also wir können 7 mm runter. Geht nicht, gell? Bis, ja. Passt, nächstes Jahr nivellieren. Hier war ein Teil dabei, das sehr verzogen war. Jetzt werden wir die nächsten nivellieren, um das wieder auszugleichen. Also bei einer Hausfassade, habe ich wirklich schon oft gehört, habe ich bei einem anderen Video, wo ich bei mir in der Werkstatt die Rhombusschalung gemacht habe mit Erich, habe ich das schon besprochen mit euch, quasi, dass ich von einem Zimmermann gehört habe, die schnalzen das ganze Haus rundherum, damit das alles passt, weil das wirklich so differenziert ist alles, also die Latten. Der Erich guckt üben immer über den Zaun, der ist ein Fan von der Serie Hör mal, wer da hämmert. Erich, hast du sonst auch noch Hobbys oder nur Hör mal, wer da hämmert? Nur Hör mal, wer da hämmert. Also er ist sehr sprachlos. So, 18,2. Am Mensch möchte ich bleiben und ich will nicht verkauft werden. Wir liegen in der Stücke vor. Hier muss diese Latte hinauf. Das machen wir mit einem Winkel. Der ist bei Hand. Stemmeisen wäre auch möglich, aber... Und mach das einmal weg.
Mensch möchte bleiben, mein Leben möchte leben. Ein Mensch möchte bleiben und ich werde alles dafür geben, dass ich das morgen erreicht habe, von dem ich heute noch träume. Gegenpresser, der Erich schraubt das. Ich will nicht, dass ich irgendwo sein. Das hat das Kurze. Kann man wegschneiden, ja. Bei der vorletzten, das kurz geschnitten, Erich. Wer war das? Und durch diesen perfekten Anschlag immer dasselbe Maß. Ich habe die Latte zu kurz geschnitten um 2 cm. Trotz Anschlag, das muss man zusammenbringen. Da gehört eigentlich Spitzleistung dazu. Das ist wie Skifahren beim... Nein, das ist ein Wahnsinn. Skifahren ohne Schnee. Wie Skifahren ohne Schnee. Raschi. Also ich den Nachspiel haben, ja. Und der ist genauso kurz. Das heißt, da ist irgendwas, haut dort nicht hin. Da ist was verrutscht beim Anschlag. Erich hat da drüben Hindernislauf. Jetzt ein feierlicher Moment, die letzte Rhomboslatte. Also. Erich war immer ein guter, jetzt ist er leider ausgeschlossen quasi. Das ist wie wenn ein Maurer im siebten Stock eines Hauses die Tür zumauert, er kann nicht mehr raus. Erich, ich sage danke, es war eine schöne Zeit mit dir. Und wir sehen uns auch beim nächsten Mal zum Hausherrn, sagen wir auch danke. Das nächste, das Dach hier rauf und der Rest, das werden wir in Teil 2 machen. Denn ich weiß, die Aufmerksamkeit im Internet ist nicht so lange. Tschüss, Papa. Vielleicht gibt es beim nächsten Mal einen neuen Erich. So einen Erich bekommt man ja an jeder Ecke daher. Ich sage danke, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und tschüss, Papa. Bleibt mir gewogen, drückt gefällt mir, stellt euch nicht auf die Waage. Esst so viel wie geht, trinkt nicht ganz so viel. Gefällt mir, Daumen auf, abonnieren, danke, tschüss. Ruhig bleiben, Erich. So, fangen wir nochmal an. Unten kommt dieser 5-8er Staffel, dann kommen diese Teile. Okay, langsam. Warte, jetzt. Ja, unten kommt der 5-8er Staffel, damit das... Und da kommt der 5-8er Staffel damit. Super, ha?